Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ach, das sieht schon wieder so geil aus hier. Ihr seht schon, ich habe noch ein bisschen weitergearbeitet. Wir müssen mal kurz ein, zwei Minuten über das Projekt hier quatschen und dann machen wir weiter mit der Eisensammlerei. Also, ich habe den Graben nochmal etwas erweitert. Ich habe versucht, die Stellen zu umgehen, wo wir nicht tiefer graben können. Das Problem ist, wir haben hier eine komplette Stelle, also bis hier hinter, bis dort ungefähr oder da ungefähr, die wir nicht tiefer kriegen. Und dasselbe auch nochmal hier vorne. So viel zur Physik im Spiel. Eigentlich ist ja Statik immer... Na gut, obwohl. Ich glaube, vier Balken kommen wir ja rüber, ne? Könnte sogar nach hinhauen. Naja, auf jeden Fall habe ich den ganzen Graben nochmal größer gezogen, weil ich dachte, wir kriegen es vielleicht so irgendwie hin. Ich hatte erst versucht, etwas kleiner zu ziehen, hier so lang, das seht ihr, muss ich irgendwann mal wieder zumachen, aber da ging es auch dort nicht weiter. Und hier sind wir auch nicht weitergekommen, deswegen habe ich dann hier so überall kleine Schlängelinien gemacht. Hier ging es auch nicht weiter, da habe ich es da lang versucht, aber Ende vom Lied, es funktioniert nicht. Ich hatte auch einen Kommentar in den Kommentaren, wo sonst. Ich habe ihn jetzt, glaube ich, auch gerade mit eingeblendet oder ich werde ihn jetzt mit einblenden. Und zwar kann man einfach nur eine gewisse Tiefe graben. Das geht nicht anders. Je nachdem, wenn da ein Berg ist, kommst du halt nicht so tief, wie wenn du hier auf flacher Ebene runtergräbst. Vielen Dank erstmal für den Tipp. Das hat mir zumindest die Frage beantwortet, ob es noch irgendeine Möglichkeit gibt, das hier ordentlich hinzukriegen. Also es funktioniert nicht, weil wir hier einfach ganz schön Hügelgelände haben. So, jetzt habe ich überlegt, was können wir machen. Weil ich möchte den Graben, ehrlich gesagt, nicht aufgeben. Dafür steckt schon viel zu viel Arbeit drin und dadurch, dass das Grundstück jetzt auch so groß geworden ist, die ganzen Bodenplatten, alles hier und auch da hinten, das war so viel Stunden Arbeit schon wieder und wir sind immer noch nicht fertig. Ich habe mal geguckt. Lösung. Ja, ein Mod. Wie sollte es anders sein? Es gibt einen Mod, mit dem wir tiefer graben können und ganz ehrlich, ich werde mir den installieren, entweder nach der Folge oder nach der nächsten. Muss mal schauen, wie das zeitlich bei mir passt. Weil ich finde das ein bisschen Schwachsinn. Warum sollte ich jetzt nicht tiefer graben können? Es geht so ein paar kleine Stellen. Einfach nur, damit wir hier einen geilen Graben haben. Ich finde, das ist jetzt nicht so die Riesenveränderung im Spiel. Von daher sollte das genehmigt sein. Ja, das werde ich machen. Ich habe überlegt, ob ich den Graben generell nochmal komplett umbaue. Weil diese ganzen Schlängellinien und drumherum gefällt mir nicht so geil. Plus, wir können halt auch nicht so mega cool abschließen mit dem Graben, wenn das hier überall so Rundungen hat. Weil wir halt nur eckige Steine haben und dann haben wir hier überall so ein Zickzack-Muster. Sieht irgendwie nicht so professionell aus. Deswegen werde ich unser Grundstück jetzt mit den Steinplatten hier weiterziehen. Bis dann irgendwo hier vorne. Zack, dass das einfach ein Viereck ist. Und dann werde ich den Graben komplett entlang des Vierecks bauen. Also, dass der schön gerade linear ist. Sieht dann zwar vielleicht ein bisschen künstlich aus. So wird es natürlich irgendwie, ja, wie soll man es beschreiben, natürlicher aussehen. Aber dann können wir überall gerade abschließen und es sieht einfach auch eine Nummer professioneller aus. Also prinzipiell so, wie ich hier schon gemacht habe. Jetzt kann ich hier nicht hochspringen. So, also komplett gerade. Das hier kloppe ich alles noch weg. Hier vorne hatte ich es schon gemacht, dass wir wirklich gerade abschließen hiermit. Dass das ein bisschen hübscher aussieht und dann haben wir halt einen viereckigen Graben drumherum. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn es fertig ist. Ihr seht, was hier alles passiert ist, wie groß das Grundstück geworden ist. Also da haben wir definitiv für die nächsten 100 Folgen erstmal Platz, würde ich sagen. Das hier werde ich dann auch mal noch weiter nach vorne ziehen und dann ähnlich abschließen, wie wir das hier schon haben. Also dann so ein bisschen mit Steinmauern hoch und hier haben wir halt ein bisschen das Zickzack-Muster drin. Das finde ich aber an der Seite jetzt nicht so schlimm und das werde ich dann hier noch so lang machen. Dass das schön abschließt, weil die Sache ist, dass es aktuell auch ganz schön nervt. Wir haben hier unendlich viele Gegner. Zum Glück noch keinen Überfall, das muss ich wirklich sagen, da freue ich mich sehr drüber. Aber andauernd kleine Viecher, die mir hier mit den Feuerstellen kaputt machen. Und auch viele andere Sachen, andauernd höre ich es irgendwo dran rumnagen. Und das nervt mich ein bisschen. Ich habe deswegen hier auch 1 Million Werkbänke hingestellt, weil ja keine Gegner in dem Umkreis dieser Werkbänke spawnen. Deswegen habe ich das hier überall mal vollgepflastert, in der Hoffnung, dass wir nicht mehr ganz so viel Viehzeug hier auf dem Grundstück haben. So, genug gequatscht. Ich werde die Folge auch mal 2-3 Minuten länger machen, weil wir haben jetzt schon 5 Minuten gequatscht. Und die Folgen sind gefühlt irgendwie eh immer schon so kurz, also nicht kurz, aber wir schaffen immer so wenig.
Deswegen heute mal 2-3 Minuten länger. Damit hier auch was passiert. So, ich werfe jetzt bloß noch ganz schnell das Zeug hier weg. Wir machen uns heute ein allerletztes Mal, ich hoffe ein allerletztes Mal, zumindest vorerst in die Sümpfe, um uns da ein bisschen Eisen zu schnappen. Denn wir wollen ja eigentlich nur noch unseren Streitkolben auf die 4 kriegen. Dann sind wir erstmal fertig mit Eisen, dann kann ich auch kein Eisen mehr sehen. Und wenn das erledigt ist, werden wir nochmal ein bisschen die dunklen Wälder durchstreifen. Ganz einfach dafür, um den Händler zu finden. Ich hatte es ja schon ein paar Mal erwähnt, das ist das Ziel in nächster Zeit. Na, gibt zwei. Dass wir dann den dunklen Händler finden. So, wir haben jetzt leider gar kein normales Fleisch mehr. Also zumindest nicht gebraten. Da muss es der Honig jetzt erstmal herhalten. So, hauen wir mal Honig rein. Können auch direkt das rein snacken. So, nicht wundern, ich hatte das Portal hier Home genannt. Ich habe mir nämlich an der Stelle, wo es relativ viel Stein gibt, noch ein Portal gebaut, dass ich hier ganz schnell hin und her switchen kann. Weil jedes Mal erst zum Grundstück runterlaufen, irgendwo Stein suchen, sammeln, das dauert zu lange. Ich weiß gar nicht wie viel, aber das wären bestimmt locker Minimum. Alleine schon, was ich jetzt seit der letzten Folge bis zu der Folge zwischendurch an Bodenplatten gemacht habe. Keine Ahnung, locker 1,5-2000 Stein sein. Nein, jetzt bin ich wieder hier rausgekommen und jetzt kommen wir wieder nicht zurück. Ach, war ich wieder zu früh. Mist. Ja, also hier habe ich Stein abgebaut, wie man sieht. Wir sind zum Glück nicht ewig weit weg von der Base. Aber das könnte früher oder später auch gern mal gefixt werden. Dass, wenn wir das Portal umbenennen, da auch wirklich direkt die Verbindung unterbrochen wird. Und dann nicht sowas passiert. Weil wenn wir jetzt irgendwo am Arsch der Welt das Portal hätten stehen, hätten wir jetzt ein ganz schön großes Problem gehabt. Ja, so weit weg ist es nicht. Ich habe hier halt überall die Steine abgesammelt. Man sieht es hier so an den Dingern. Lag überall ein bisschen was rum. Aber dann habe ich irgendwann gemerkt, das ist irgendwie nicht der Weg, um hier einigermaßen schnell voranzukommen. Den Berg hier und so muss ich natürlich auch noch abtragen. Ich werde das dann wieder so ein bisschen anschrägen, wie schon da drüben. Dass wir nicht direkt so eine riesen Mauer vorm Grundstück haben. Aber wenn das dann mal fertig ist, ey, schaut es euch doch mal an. Ich finde das schon mega geil. So habe ich es mir vorgestellt. Wenn es dann mal fertig ist und hier noch ein paar Häuser stehen. Ah, ich freue mich. War auf jeden Fall jede Minute, jede Sekunde der Arbeit wert. Das Beet müssen wir unbedingt, entweder jetzt nach der Folge oder so. Ich möchte hier mal ein schönes Hochbeet draus machen. Kleine Steinumrandung. Und eigentlich auch ein bisschen größer, dass wir mehr auf einmal anbauen können. Ich denke mal, die Portale werde ich dahinter setzen und dann machen wir das Feld hier noch ein bisschen breiter. So, jetzt ist es Knochenwann. Diesmal mit N nicht wieder vergessen. Und es ist schon wieder fast eine halbe Folge rum. Und wir haben noch gar nichts geschafft, weil ich so viel quatsche. Aber ich muss ja meine Pläne mit euch auch teilen. Sonst macht das ja alles gar keinen Spaß. Oh Gott, was ist denn hier los? Na gut, die müssen wir mal ganz kurz besiegen. Ich hau jetzt einfach mal rein, weil sehr viel Schaden machen die uns eh nicht mehr. Die haben, würde ich sagen, auf uns gewartet. Ach nö, du jetzt nicht. Ich hoffe mal, dass die Krypte, die ich mir hier markiert habe mit nicht fertig, immer noch nicht fertig ist. Aber ich glaube, wir sind das letzte Mal... War da noch ein bisschen was? Wir gucken mal rein, ansonsten finden wir sicher auch schnell die nächste. Ja, wir suchen jetzt noch genügend Eisen zusammen. Shit, jetzt... Ah, ich wollte eigentlich vorher nochmal schauen, wie viel Eisen ich denn überhaupt brauche. Wie viel wir aktuell noch in der Truhe haben. Naja, egal. Wir machen die Krypte jetzt erstmal leer. Reisen zurück, gucken, ob es reicht. Dann machen wir uns den Streitkolben noch auf die 4 und wenn das erledigt ist... Dann werden wir wirklich mal 2, 3, 4 Folgen mal gucken. Hui. Mal gucken, wie es läuft. Einfach mal ein bisschen durch die dunklen Wälder ziehen. Habe ich ehrlich gesagt auch mal wieder Lust. Einerseits Gegner, die uns so gut wie gar nichts mehr anhaben können. Und generell auch so mal wieder da durchrennen. Ich würde sagen, wir machen die Spawner hier mal direkt weg.
natürlich jetzt auch nicht mega schlau gewesen, hier ohne Ausdauer reinzurennen. Auch wenn wir zwar recht viel aushalten, sollte ich es trotzdem nicht übertreiben. Ein bisschen aufpassen müssen wir trotzdem noch. Gerade wenn wir keine Ausdauer haben und nicht mehr blocken können. Wir sind halt leider auch nicht ausgeruht. Das war ein bisschen... Ah nein, jetzt kommen die. Nee, auf euch habe ich gerade gar keinen Bock. Dann rennen wir einfach mal weiter in die Krypta rein und ich hoffe, die lassen dann mal los von uns. Hier ist auch noch ein Spawner. Ach Gott, Gott. Ich bin aber auch echt einen beschissenen Weg gelaufen. Oh Gott, wir haben gar keine Ausdauer und echt viel hinter uns. Ich brauche Ausdauer. Ich habe auch keinen Giftwiderstand mitgenommen. Wieder top vorbereitet hier heute. So, na komm her. Ist doch mal gut. Ich besiege die jetzt trotzdem mal, weil es geht mir etwas auf die Nerven. Aua, steht doch hinter dem Baum. Was soll denn das? Nein, aua. Da haben wir schon so einen riesen Ausdauerbalken, aber dadurch, dass hier natürlich alles auch noch nass ist, ist, glaube ich, die Regeneration auch langsamer. Bin mir nicht sicher, ob es nur abzieht. Also ob wir weniger Ausdauer haben, ich glaube aber fast nicht, wenn ich mir den Balken so angucke. Ich glaube, die Regeneration ist einfach langsamer. So, ich bin wirklich richtig doof gelaufen. Aber egal, Innereien und sowas brauchen wir auch. Wir müssen schließlich in Zukunft sehr, sehr viele Tränke herstellen. Ansonsten kommen wir nicht mehr so weit. Das war ein ganz normaler Pilz. Ich finde leider noch keine von diesen gelben Blumen. Oder was war das? Rübensaat. Oder ich laufe jedes Mal dran vorbei. Aber aktuell sehe ich davon noch nicht so viel. Egal, wir gehen mal hier rein. Knappen uns noch so viel Eisen wie geht. Jetzt müssen wir mal schauen. Wir waren, wo waren wir denn überall? Hier ist Finito. Hier ist leer, da haben wir nichts weiter mehr reingepackt. Hier ist alles abgebaut. Hier geht's noch weiter, sehr gut. Ich habe schon wieder Fliegen gehört, also irgendwo muss noch ein Spawner sein. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube mit der Bronze haben wir mal zwei Schläge gebraucht, oder? Nee, auch einen, okay. Na, ach genau, hier waren wir schon. Hier war die Rinde drin. Die wir dann nicht mehr mitnehmen konnten, weil wir zu voll waren. Ich lasse die jetzt auch mal drin. Die Pilze nehme ich mir mit. Mehr ist hier leider erstmal nicht. Aber hier muss... Ich glaube, hier dahinter ist der Spawner. Wie sieht's denn aus? Zwei Eisen haben wir schon. Ich fände ja so einen Unsichtbarkeitstrank mega geil. Einfach nur schnell irgendwo hin möchte. Könnte den ja gerne so machen, dass der nur, weiß ich nicht, eine Minute anhält. Ist natürlich nicht ganz realistisch, aber... Das ist so manches in dem Spiel nicht. Wir brauchen Honig. Ja, mal schauen, vielleicht finden wir auch noch ein paar Bienenköniginnen, wenn wir im dunklen Wald unterwegs sind. Die sind zwar meistens in den Häusern im Grasland, aber vielleicht entdecken wir einfach ein paar neue Orte, vielleicht auch im Grasland. Weil ganz ehrlich, es wird wirklich Zeit mit dem Händler. Wir sind mittlerweile bei über 100 Folgen, bei, keine Ahnung, ich glaube fast 300 Tagen im Spiel. Und haben den Händler noch nicht gefunden. Ich weiß, es gibt da so einen kleinen Trick, man kann da nochmal eine neue Welt eröffnen mit einem bestimmten Seed, wo man einfach weiß, dort und dort ist der und dann könnte man hinreisen, sich die Sachen kaufen und mit dem Charakter wieder in die Welt wechseln, aber das finde ich irgendwie so ein bisschen cheaten.
Wenn, dann möchte ich es auf dem richtigen Weg machen. Oh Gott, den habe ich nicht kommen sehen. Aua, ist doch gut. Wir müssen erstmal schnell den Spawner weg. Ah, schon wieder keine Ausdauer mehr. Es ist ein Krampf mit der Ausdauer. Ja, und jetzt treffe ich es nicht. Und jetzt kommt der Schleimling noch hier runter. Ach nee, ich habe keinen Giftwiderstand dabei. Bloß weg mit dir. Gut, dann kümmern wir uns jetzt erstmal mit Pfeil und Bogen. Nee, wird auch nichts. Na komm, einmal noch. Triff doch. Danke. Dann kommen zumindest erstmal keine mehr nach. Der brennt. Und er brennt weiter. Nein, Ausdauer. Und das war's mit dir. Komm, verbrenne. Komischerweise sind wir hier unten nicht nass, obwohl wir hier im Wasser rumrennen. Wusste ich auch noch nicht. Keine Ahnung, ob das immer so ist oder ob wir einfach gerade Glück haben. Verbrennt der? Nee, ne? Braucht noch einen Schlag. Oder einen Schuss. So, wir haben's. So eine Truhe mit 20 Eisen wäre mal wieder geil. Oh, hier ist eine Truhe. Ah, kein Eisen. Schade. Wie sieht's denn aus? 7 Stück. Und bei knapp 17 Minuten stehen wir. Immer noch 7. Irgendwie kommt hier nur Leder raus. Kam da jetzt... Da kam kaum was raus oder gar keins, ne? Dann zum Glück hier noch einen Haufen und da drüben auch noch. Ein bisschen was muss schon noch rausspringen. Ich glaube, entweder hatten wir 13 oder wir hatten 18. Das heißt, 17 oder 12 brauchen wir unbedingt noch. Wenn wir es jetzt in der Folge nicht schaffen, dann ist es leider so. Müssen wir nächste Folge doch nochmal damit beginnen, ein bisschen Schrott zu sammeln. Hier springt irgendwie gar nichts raus. Wir sind immer noch bei 7. Darf ich keine Eisenspitzhacke nehmen? Mache ich damit das Eisen kaputt? Nö, jetzt kam wieder was. Aber doch sehr, sehr moderat. Naja. Da wieder was. 9 Stück. Also ich hätte zumindest ganz gern 12 zusammen. Vielleicht haben wir ja... Oh, shit. Vielleicht haben wir ja wirklich Glück und es waren 18, die wir noch in der Kiste hatten. Ach, der ist nett. Den mag ich. Könnte mit allen Schleimlingen so laufen. Wieder ein Eisen, 10 Stück. Krypt ist bestimmt gleich zu Ende. Oh nein, oh, das sieht gut aus. Das sieht verdammt gut aus. Aber es kommt irgendwie doch echt wenig raus. Geht's da hinten weiter oder ist das hier dann Schluss? Wir haben nochmal eins. Wenn das dann auf der 4 ist, dann freue ich mich so dermaßen. Dann sind wir auch definitiv für die nächsten Folgen erstmal perfekt gerüstet. Weil das alles auf der 4 plus Schlagwaffen haben wir ja dann mittlerweile auch schon, ich glaube, knapp auf 50 oder sowas. Oder in die 40 irgendwas rein. Dann sieht das verdammt gut aus. Und das Spitzhacken vor allem. Haben wir uns definitiv auch geil verbessert. Einerseits mit der Eisenspitzhacke, andererseits... Natürlich die Fähigkeit selber. So, wie sieht's denn aus? Wir haben schon 12 Stück. Würde mich jetzt nur verdammt ärgern, aber wir müssen zurück. Ja, wir müssen es jetzt erstmal hierbei belassen. Ich würde halt ganz gerne die Folge mit euch wieder zu Hause abschließen. Weil einerseits werde ich es vor der morgigen Folge auch noch schaffen, wieder ein bisschen was an Bodenplatten und so zu machen in der Basis.
Also einfach ein Stück weiter zu spielen und dann ist es ganz schön, wenn ich nicht erst von hier rausrennen muss. Andererseits hoffe ich halt, dass es genug ist. Dass wir hier nicht unnötig weiter Zeit in der Krypte verschwenden. Auch wenn wir das Eisen bestimmt irgendwann mal noch brauchen. Ah, wegen so einer kleinen Stufe, ne? Ja, auch wenn wir das Eisen natürlich irgendwann mal noch brauchen werden, aber wir haben in letzter Zeit einfach... Oh Gott. Wo muss ich lang? Die Richtung. Ja, wir haben in letzter Zeit einfach echt genug Sumpf und Dunkelheit und Eisen gesehen. Ist das auch noch eine? Nee, das hat nur geleuchtet. Ja, ich muss ein paar von den Dingern einsammeln. Davon sind wir echt ganz schön weit unten, was den Bestand angeht. Brauchen wir aber dringend für die ganzen Tränke. Unser ganzes Zeug geht langsam leer und wir werden hier schon wieder verfolgt ohne Ende. Ich möchte jetzt bloß kurz verfolgen, Ende nicht unbedingt noch eins nachlegen. Das ist mir dann doch zu nahe. Honig können wir nachlegen. Das ist okay. Davon haben wir genug. Ich muss sagen, ich finde es immer noch sehr schade, dass man keine Himbeeren anbauen kann. Vielleicht gibt es ja auch einen Mod. Mal schauen. Das würde das Leben hier nochmal ein bisschen einfacher machen. Weil wir können halt Möhrchen anbauen ohne Ende. Wir können Honig, ja, produzieren lassen. Vielleicht besser gesagt als anbauen. Aber es fehlt halt noch so eine dritte Geschichte, die wir uns unendlich produzieren können. Ich meine, wir können die Schweine züchten und so, aber es ist halt auch immer ein ganz schön langer Weg, bis dann neue Schweine da sind. Und Himbeerenpilze müssen wir dann auch bloß suchen, um die zu füttern. Also das ist irgendwie, muss ich sagen, oh nein, ganz schlecht. Nein! Das ist irgendwie noch nicht so die Spielmechanik mit dem Fleisch, was mir so extrem viel Laune macht. Wenn man das irgendwie anders machen könnte, man da einfach ab und zu gießt und Gras nachwächst, was die futtern oder so. Keine Ahnung. Oder irgendwas anderes. Ah, wir werden gleich ertrinken. Ja, ist doch gut, aber ich muss darüber. Ja, oder irgendwas anderes anbauen. Mais oder so, wo wirklich auch richtig Masse bei rumkommt, was man da reinwerfen kann. Aber wenn wir müssen jede Himbeere, jeden Pilz müssen wir selber anbauen. Selber pflücken. Und das dann da reinzuwerfen, ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, ob Möhrchen gehen. Das wäre natürlich dann nochmal ein bisschen einfacher, aber an Fleisch kriegen wir eigentlich zwischendurch auch immer genug. So, jetzt lasst mal ganz schnell schauen. Ah, wir sind nämlich schon wieder ganz schön in der Überlänge drin, aber ich wollte halt... Oh, hier war ja sogar noch was drin. Anscheinend nicht genug Kohle. Hier waren auch noch 4 drin. Also wir haben jetzt schon mal beide voll, sind 20 plus das sind 21. Also bräuchten wir eigentlich 9. 9 Eisen. Ah, wir haben 9 Eisen. Geil, es hat genau hingehauen. Perfekt. Besser kann es doch nicht sein. Ich hoffe jetzt mal, dass das auch wirklich Eisen ist, was da in dem Schmelzofen drin rumschlungert. Aber ich wüsste nicht, was wir da sonst hätten reintun sollen. So, gib mal schnell Kohle. Ja, perfekt. Dann lasse ich das jetzt alles brutzeln. Dann können wir die nächste Folge damit beginnen, dass wir den Streitkolben auf die 4 hochstufen. Und dann geht's mal direkt. Ah, hier schon wieder. Wo kommen denn die jetzt her immer? Geht weg. Es nervt mich. Wir hatten so schön... eine gegnerfreie Base und jetzt ist das alles wieder zunichte. Naja, wir machen an der Stelle erstmal Schluss. Nächste Folge dann Streitkolben Stufe 4 und Händler suchen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen 19 Uhr geht's weiter. Bis dahin. Macht's gut.